Mir ist völlig klar, ich werde nicht mit diesem Satz anfangen. Ich bin Anna und ich mache das und das. Ich finde, wir sollten erstmal den Druck aus der ganzen Nummer ein bisschen rausnehmen. Mhm. Ich weiß selbst, wie sich's anfühlt, wenn man gefragt wird und wenn man heiraten will und was da alles auf einen zukommt. Habe ich vor 3 Jahren nämlich auch gemacht. Also die Frage gestellt bekommen. Weil geheiratet? Und dann geheiratet. Nice. Frei trauen lassen. Und wir hatten keinen blassen Schimmer, was wir da eigentlich vorhaben. Aber was ich sagen kann ist, wenn ihr heiraten wollt, geht es ja immer um diese typischen W-Fragen. Wann, wo, mit wem, warum? Ich finde, diese Fragen müsst ihr alle selbst klären, aber dann gibt es auch noch das Wie. Und da komme ich ins Spiel. Ich hatte mal eine freie Trauung, da kamen die Gäste gerade rein, die sind eingetrudelt, das war auf einem tollen Gutshof und die war beim Sekt und ich habe mich vorne fertig gemacht und dann kam ein etwas streng aussehender Herr und der wollte sich einen Platz reservieren in der ersten Reihe und wusste nicht, wer ich bin. Und sagte zu mir, er versteht gar nicht, was das hier soll. Er ist seit 50 Jahren praktizierender Christ, er ist in der Kirche. Was soll das überhaupt? Freie Trauung, das kann ja nur ein Schmarrn werden. Und wer soll das überhaupt machen? Und daraufhin habe ich gesagt, hallo, ich bin Anna, ich bin die freie Traurednerin. Ach, Sie sind das. Dann ist die Zeremonie, hat gestartet und so. Und danach haben alle geweint und es war wunderschön. Und dieser Mann war der Erste, der danach zu mir kam und gesagt hat, ich muss Ihnen das jetzt sagen. Sie wissen, was ich vorhin gesagt habe, aber es war wunderschön. Ich konnte mir nichts darunter vorstellen, aber jetzt weiß ich, warum die beiden sich dafür entschieden haben und ich muss ihnen ein ganz großes Kompliment geben oder machen. Und wenn so jemand danach zu mir kommt, der das eigentlich von Anfang an total scheiße findet und eigentlich da ist, so ein bisschen Pflichtprogramm, und der dann zu mir sagt, wie schön das war oder wie gut ich es gemacht habe oder wie er gesehen hat, dass seine Tochter da vorne saß und geweint hat und es gefühlt hat, das ist der Grund für mich, warum ich A denke, ich mache meine Sache gut und B, darum geht es ja auch. Natürlich geht es ums Brautpaar, aber das ist ja eins. Es geht ja nicht nur um das Brautpaar, sondern um diese Familie und die auch zusammenzubringen und jeden anzusprechen. Und also vom Endboss ein Kompliment zu bekommen ist gut. Wenn ihr also gerade jetzt auf der Suche seid nach jemandem, der euch begleitet von genau jetzt, bis nach da vorne, bis ihr zueinander Ja sagt, dann freue ich mich auf eure Anfrage und dann freue ich mich, mit euch zusammen diesen Weg zu gehen, denn es ist ein langer Weg. Er geht nicht mal geradeaus. Wir werden ein bisschen Haken schlagen. Ecken und Kanten sind überhaupt nicht schlimm. Ecken und Kanten sind super sympathisch. Und lasst uns einfach das Ding rocken. Lasst uns eine schöne Hochzeit machen, eine schöne Zeremonie und ich freue mich, dabei zu sein.